Oh, hi. So, ich bitte dich, mach ich mal platt. Eieiei. Ja, ja, chill dich, Mädel. Ja, bitte sehr. Jetzt verzieh dich. Ups. Ich brauche mehr von diesem geilen Parfum. Da ist es. Na Gott sei Dank. So. Oh, sieh dich an. Wir machen aus dir noch einen richtigen Big Daddy, was? Fehlt nur noch der Anzug. Den findest du bei Failsafe Armored Escorts. Bitte, Papa Soo-chan. Ich will nicht auf den Tisch. Hier wird nicht abgehauen. Boah, verrecke jetzt. So. Ich höre wohl schon Stimmen, Mama. Was? Kein Verbandskasten am Arsch. Ach, das kenne ich doch hier. Jawoll, Schrot, hör damit. Ah, und jetzt kann ich hier durch. Ah, das ist ja prima. So, sehr gut. Wo finde ich das jetzt? Der Parasit hat eine einfache den freien Markt, den freien Willen oder ein freie Menschen. Lass mal speichern jetzt. Ja doch, kleines Päuschen. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo was wir hier am Start haben. Das liegt an deinem Failsafe, bla bla bla. Herauszoomen! Da. Ne, hier laufe ich doch schon mal vom falsch. Ich muss die Treppen nach oben. Atlas ist ein Freund des Parasiten. Seien Sie kein Freund von Atlas. Atlas! Andrew Ryan stellt. Nee, jetzt müssen wir mal gucken. Links rum. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Hier müsstet mal hin. Nachdem Ryan die Kontrolle übernommen hatte, haben sie hier diese widerlichen Golems, diese Frankensteine erschaffen. Suche die Einzelteile des Abends. Alter! Jetzt mach die fucking Tür auf! Alter, leck mir doch die Eier, ey! Ich hab keine Angst zu kämpfen! Komm zu! Boah, stirb du Pisser!
Boah, ich könnte die jetzt theoretisch alle hacken, oder? Dann hätte ich jetzt ungefähr 6 von diesen Viechern. Das wäre ziemlich awesome, muss ich sagen. Warte mal her mit dem Scheiß. Ja, eure Mütter, ey! Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Ach komm, fick auf den Fuckputz. Ja komm, schieß auf mich und schieß auf den Big Daddy. Jawohl! Jetzt gibt's auf die Fresse. Komm her. Oh, ich bieg jetzt ab, weil ich dumm bin, weil ich eine dumme KI hab. Jetzt verreckst du, du Scheiße. So, hat er den gefickt? Ah, sehr gut. Muss ich mich nicht um den Pisser kümmern. Was? Oh! Oh! Oh, 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 oh. Die Stiefel. Ich war mir so sicher, dass die Stiefel hier sind. Verdammt. Ja, jetzt muss ich erstmal den Wichser da loswerden. Verdammt nochmal. Die Big Daddy-Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Boah, jetzt muss ich wieder in die Bibliothek latschen, oder was? Oh Gott. Oder war ich da noch gar nicht? Habe ich noch Autohacker? Ne, natürlich nicht. Also können wir das schon mal knicken. So, ah, mein Auge juckt. Ah! So. Da halt die Fresse, ey. Stirb! So. 1, 2, 3. Ach komm jetzt! Mach keinen Ärger! Boah, bist du eine Nutte, ey. Ja, nice. Hä? Warte mal. Schnauze. So, wo ist das Teil hingeflogen? Ich brauch Muni. So. Ich muss den Big Daddy noch plätten. Wo ist denn der hin? Upsala, hallo. Hier findest du den Anzug. Weißt du, eigentlich solltest du mir dankbar sein. Ich habe dich hierher gebracht. Ich habe dir gezeigt, wer du wirklich bist. Alle haben dich immer nur angenommen, bis ich gekommen bin. Boah, ich bin froh, wenn ich den Typen endlich sehe, damit ich den dir die Schnauze stopfen kann, ey. Wir schaffen es noch, dich zu einem richtig abstoßenden Monster zu machen. Aber am Ende sind
sind es unsere Entscheidungen, die uns ausmachen. Und schon sind wir im Geschäft, wie man so schön sagt. Oh nee, was war denn jetzt nochmal der Code? Nein! Ich meine, ich hatte den doch schon mal. Nein, ich hab ihn vergessen! Na komm, wir müssen das jetzt versuchen. Boah, ist aber auch nirgendwo mal das Teil, was ich brauche, ey. Zum Kotzen. Echt zum Kotzen einfach nur. Speichern. So. Ich werde jetzt keine 25 Medipacks daran opfern. Ja, halt's Maul. So. Zack, zack. So, ich brauche jetzt einen, der links rumgeht. Da. 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 So. Fick dich. Ich brauch keinen Code. Jetzt. Ach, und jetzt brauche ich die ganze Scheiße nicht, oder was? Ja, was kann ich jetzt damit was machen? Nicht noch mehr Napalm am Arsch. Achso, ich mach die jetzt kaputt oder wie? Was bringt mir das jetzt? Boah, das ist ein ganzes Waffenarsenal hier. Fass sie nicht an! Hast du Angst vor mir, Monster? Monster! Ja, halt die Fresse. Ich weiß, du bist hier. Und ich bin scharf auf einen Kampf. Ja, Kampf, Mama. Dann mache ich aber echt noch viel Schrot, muss ich sagen. Da, hier, frisst das. Ich habe eine Allergie. Ja, das ist gut. Dann kriegst du wenigstens richtig Damage davon. Alter, hör auf mich zu schlagen, du abgefuckter Penner. So. Wo musst du denn jetzt noch überall hin? Ich brauch da noch den komischen Helm. Oder nicht? Habe ich etwa einen Fehler gemacht? Man kann keine Städte errichten, wenn man von Zweifeln beherrscht wird. Aber kann man als Regent absolut fehlerlos sein? Ich weiß, dass meine Überzeugungen mich über die Masse stellen. Und ich weiß auch, dass die Dinge, die ich verworfen habe, mein Untergang gewesen wären. Aber die Stadt, sie zerfällt vor meinen Augen. Bin ich vielleicht so sehr von meinen eigenen Überzeugungen geblendet, dass ich die Realität nicht mehr erkenne? Mag sein. Aber Atlas ist da draußen. Und er beabsichtigt, mich und meine Stadt zu vernichten. Zweifeln bedeutet aufgeben. Ich werde nicht zweifeln. Zweifeln. Diese Big Daddies stinken furchterregend. Vielleicht könnte man das ändern. Aber die Little Sisters scheinen diesen Geruch zu mögen. Jetzt brauchen wir Rekruten. Wenn du ein Big Daddy wirst, gibt es keinen Weg mehr zurück. Aber Ryan sagt, keine Sorge, Rekruten finden ist kein Problem. Dieser Ryan ist ein guter Mann. Was brauche ich denn noch? Panzerbrechende MG-Munition? Mal her damit. Ein Autohacker auf jeden Fall, 2 Stück. Explosivschrot, so viel wie geht. Das war's.